Hallo YouTube, kennt ihr auch diese YouTuber, die ständig irgendwelche Videos drüber machen, wie die gerade am Puddeln sind? Also, und dann noch ihren ganzen Alltag so mitfilmen? Sowas mache ich jetzt nicht, aber so ein bisschen was mache ich schon davon. Es kriegt meine Nase voll, jetzt auf einmal. Geht's gerade nicht, ich muss. Oh, vielleicht. Mal schauen, wie weit es noch geht. Natürlich haben wir auch unser Eichhörnchen, also unser Pokémon, Evoli halt eben mit dabei. Außerdem nochmal Haselnüsse sehr mag und das sind auch Haselnüsse. Und wie es jetzt zu diesem Video gekommen ist, also was ich damit meinen ist, das muss ich halt auch von meinem Frühstück aufnehmen, weil. Notsituation. Jetzt haben wir, ich meine, mir ist schon klar, dass morgen also Montag Feiertag ist, aber wie viele Pfingsttage in einem Jahr braucht man überhaupt? Zwei? Ernsthaft jetzt? Und seit wann? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es zwei Pfingstfeiertage gibt. Und es wird auch so keinen Sinn machen. Es gibt ja, ach, keine Ahnung, jetzt. Ist ja ein bisschen doof, ich hätte nur mit diesem Opfer gefallen. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen noch was vorsorgen, aber geht nicht. Heute ist Feiertag, doof. Nicht Pfingst, wie heißt es? Ja, doch Pfingstsonntag. Ja, darum muss ich dieses Video schon mal vorproduzieren und unser Evoli will einfach nur an die Haselnüsse dran, während es in die Kamera schon wieder rumrutscht. Und und dazu muss ich auch noch sagen, es gibt es gleich auch noch mit so einer Schokocreme-Füllung. Und ich weiß nicht, was gerade mit dem los ist. Diese Schokocreme-Füllung, die gäbe es im Laden nebenan, aber ich habe mich dagegen entschieden, aus folgenden Gründen. Es sind mehrere Gründe, habe ich richtig gehört. Erstens habe ich kein Interesse an Kekse, auch wenn die gefüllt sind. Zweitens finde ich sowieso dieses Nougat-Zeugs besser als die Schokosachen da. Und drittens, was wollte ich sagen? Irgendwas mit. Irgendwas war damit, ist mir gerade so eingefallen, aber ich habe es dann auch schon wieder vergessen. Sag mal, ja, ich habe halt eben auch die Marken verglichen. Na, habe ich natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob es von der gleichen Marke, vom gleichen Hersteller ist, ob es die gleiche Art von Keks ist, weiß ich nicht, ist mir auch so egal. Darum, obwohl bei Teddy, da hätte hätten diese Keks, also diese Cookies mit Schokocreme-Füllung so 2 Euro kostet und es wäre so 3, nein, nicht 3, ich wollte sagen, mehr oder weniger das Doppelte vom Inhalt drin als hier und ist noch zum höheren Preis, also keine Ahnung, keine Ahnung, ist mir auch so egal. Probieren wir das Ganze erstmal zusammen. Ich habe schon eine Menge Zeug vorbereitet heute. Ich habe zwei so Sandmännchenriegel. Vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Ich habe da zwei so Sandmännchenriegel noch. Das Papier gefällt mir so sehr. Es glitzert so ein bisschen. Noch damit rein, damit es ein bisschen mehr Konsistenz annimmt. Und jetzt ist es schon mal ein bisschen heller geworden von der Farbe, aber. Klar hätte ich mich auch für so Müllermilch-Haselnuss entscheiden können, aber ich dachte, so rum ist besser. Wobei es ja hin und wieder saisonal auch von Müller diese Haselnuss-Nougat-Drinks gibt, ne? Das Eichhörnchen kriegt davon nicht genug, in Ordnung, ist mir auch egal. Ich probiere es jetzt trotzdem. Und klar gibt es wieder so Leute unter euch, die kennen schon längst seit 100 Jahren die
gefüllten Kekse mit so einer Creme drin. Ich kenne weiche Kekse mit so einer Schokoglasur oben drüber, mit so Fruchtgelee drinnen. Aber genau gesagt, Softcakes von Grieß natürlich. Jaffa Cake habe ich noch nie gegessen, bis jetzt auch immer noch nicht, aber ich traue es mir auch nicht zu. Mir fehlt die Kuh und die macht nicht Mu, weil die weg ist. Ja. Das ist jetzt immer noch das Osterzeug da, aber es ist auch Milka und ich finde Ostern und Milka kann man nie genug haben. Also die Milka als Marke und Oster als Motiv, das kann man doch so machen. Außerdem habe ich da eh so Schokobomben drin. Dieses Marspulver da. Und dann dachte ich mir, probieren wir es mal aus. Also, jetzt können wir beim Frühstücken zuschauen. Heute bei Dreh des Videos halt kreativ ein GWP aufgebaut, also hochgeladen, ja, den Aufbau davon. Und Steinküste hat so ein Friendset und hätte Stein, keine Ahnung. Der ist halt, hab ich noch nicht geschaut, ist mir auch egal. Cookies soll es angeblich auch von Subway geben und so wie ich verstanden habe, sollen Cookies auch ursprünglich von Subway kommen. Ich weiß es nicht. Für mich sind Cookies einfach nur Kekse mit so, mit so Schokostückle drinnen, aber keine Ahnung. Und irgendwelche Vögel auf TikTok bekommen das Wort Cookie mal beigebracht. Und dann ja, macht mir halt die mir immer so, ihr wisst schon das. Schauen wir uns mal die Creme an. Also so schnell kommen die Creme jetzt auch wiederum nicht. Das müssen wir noch ein bisschen weiter knabbern. Da ist die. Aber die andere Seite davon. Schau mal. Keine Creme, nur auf die eine Seite ist von. Egal. Es geht so von der Farbe passt zusammen, aber ich meine, schaut sich doch mal selber an. Moment. Da sieht man, es ist mehr auf die Seite, weniger auf diese Seite. Ist einfach so.
Ist genau die gleiche Farbe. Also die Creme davon. Und ich finde es schon cool, sowas. Naja, egal. Ja, es war es auch wiederum. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Klar wäre es noch interessant, wie so im Vergleich dazu mit Schokocreme schmecken würde, aber kein Interesse. Sonst hätte ich es getan, aber will ich nicht. Darum bleibt es dabei. Ja. Und ich finde, es passt auch so. Wobei, ich lade dieses Video erst hoch oder es würde erst online kommen, wenn von Müllermilch diese andere Cookie-Sorte da ist. Und ich habe schon die Hen-Cookies-Creme-Sorte, aber die normale, auf die warte ich noch. Dann machen wir einen direkten Vergleich zusammen. So mache ich vor oder nach diesem Video hier. Keine Ahnung, mal schauen. Bis dann erstmal. Tschüss.